Er hat zuerst am Anfang gesagt, er weiß nicht genau, wie er den Fuß operieren muss und hat mich auch vorgewarnt, es könnte zu einer Amputation kommen. Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Pastl und auf diesem Kanal erzählen wir Orthopäden und Patienten über konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten für deine Schmerzen. In diesem Video geht es um das Thema Arthrose im Fuß und zu Gast Herr Heinrich Schiessl. Herzlich willkommen, Heinrich. Herzlich willkommen, grüß dich. Heinrich, was genau war das Problem bei deinen Füßen? Ich habe immer dauernde Schmerzen gehabt, durch ständige Belastung, mit Berggehen, mit Bergabgehen war es ganz schlimm. Und wenn ich länger Auto gefahren bin, habe ich das Gefühl gehabt, ob mir der Fuß einschläft. Und wenn ich länger gestanden bin, dann ist der Fuß angeschwollen, ziemlich stark, und dauernde Schmerzen gehabt. Hast du irgendwas gegen die Schmerzen probiert, Medikamente? Medikamente wie die Womik, hätte ich normalerweise am Tag 2 nehmen dürfen, ich habe aber 3 bis 4 genommen am Tag. Ich habe ungefähr 3/4 Jahr die Schmerzen mitgezogen, bis ich endlich dahergekommen bin. Und wie Sie dann dahergekommen sind, hat der Arzt das, glaube ich, Röntgenbild angeschaut und sagt, es kann sein, dass man den Fuß amputieren muss, weil er so kaputt ist, oder was ist da genau gewesen? Es war im Gespräch, also wir haben alle Möglichkeiten durchgemacht. Er hat zuerst am Anfang gesagt, er weiß nicht genau, wie er den Fuß operieren muss und hat mich auch vorgewarnt, es könnte zu einer Amputation kommen. Und warum war das so? War der Fuß so, der Knochen so kaputt oder hat der Arthrose fortgeschritten? Der Knochen war sehr kaputt. Okay. Ja, und auch das Fersenbein selber war ziemlich schräg gestellt und das war nicht so einfach für ihn. Mhm. Gott sei Dank ist dann bei den Operationen ja der Fuß nicht amputiert worden, sondern er ist mit Schrauben aus menschlichen Knochen, nämlich mit der Shark Screw oder mit mehreren Shark Screws versorgt worden. Warum haben sich die Chirurgen genau für diese Methode bei dir entschieden? Das war laut Tirela die beste Methode und die einfachste Methode für ihn und auch die schmerzfreiste Methode. Schmerzfrei, du hast vorher, glaube ich, starke Schmerzen gehabt, du hast viele Medikamente nehmen müssen. Wie war es dann nach der Operation? Nach der Operation habe ich dann, ich habe einen Schmerzadapter gehabt. Den habe ich noch 3 Tage weggekriegt. Dann habe ich noch 2-3 Mal Medikamente genommen und wieder entlassen worden bin. Seit 28. Dezember brauche ich kein Schmerzmittel mehr. Das ist ein Traum. Ja. Das ist super. Und was ist jetzt genau bei der Operation gemacht worden? Die Fersenbein-Fehlstellung wurde gemacht und vorne am Fuß, am Vorfuß, wurden einige Schrauben reingesetzt, damit es wieder zusammenkommt und neu verwachsen wird. Also diese arthrotischen Gelenke, die so schmerzhaft waren, sind wahrscheinlich versteift worden. Ja. Und diese diversen Fehlstellungen ist dann korrigiert worden. Genau. Wie ging es dann nach der Operation weiter? Wie ist die Nachbehandlung gewesen? Ich bin dann noch 6 Wochen zur Kontrolle gekommen, habe dann von Liegegips, vom Spaltgips einen normalen Gips bekommen und dann Röntgenaufnahmen gemacht worden. Dann habe ich wieder einen normalen Gips gekriegt mit dem Gummischuh. Mhm. Und dann ging es dann tadellos. Hätte dürfen zwar nicht immer draufstehen dürfen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Okay. Und das war dann trotzdem kein Problem? Kein Problem. Ja. Und du sagst 6 Wochen Liegegips. Bist du wirklich 6 Wochen herumgelegen oder hast du trotzdem herumgehen können? Ich habe den Fuß mehr oder weniger hochgelagert. Okay. Ja. Und du trotzdem herumgehen können? Mit Glück herumgehen können, weil ich bin alleine. Ich habe selber kochen müssen und alles. Aber das ging alles. Wie stark sind die Schmerzen heute? Spürst du noch irgendwas oder ist alles komplett weg? Nein, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich habe auch schöne Bergtouren gemacht. Also nicht extrem jetzt, aber leichte Bergtouren. Weder bergauf noch bergab, keine Probleme mehr. Also kann man sagen, dass viele Sachen, die vorher nie mehr möglich waren, jetzt wieder möglich sind? Gott sei Dank sind die wieder möglich. Gott sei Dank. Heinrich, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für deine Erfahrungen bei Arthrose am Fuß. Gern geschehen. Und vielen Dank an das Krankenhaus Schwarz. Hat dir der Erfahrungsbericht gefallen? Dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind für heute fertig. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.